bei TV Total. Heute mit einer weiteren Folge von Stefan an der Ticket-Hotline, der süßen Bravo-TV-Moderatorin Mia Gerter und den letzten drei SSDS-GPS-Finalisten Vanessa, Bonita und Maximilian. Und hier ist ihr Gastgeber Stefan Raab. Hatten wir das nicht vor der Sendung geübt, meine Damen und Herren? Was hatte ich gesagt? Wenn ich so mache, machen wir alle was? Ah! Einmal bitte noch kurz ausflippen, meine Damen und Herren. Also, es geht doch. Wunderbar. So, herzlich willkommen bei TV Total. Und heute Abend möchte ich eine erschreckende Schlagzeile zeigen, meine Damen und Herren. Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie das hier gelesen haben. Hundeverbot für Rentner. Rentner, die über 65 sind, dürfen keine Welpen mehr kaufen. Ja? Wenn das nicht für Beschaffungskriminalität sorgt, meine Damen und Herren. So, und wir haben. So, und wir haben. Ja. Können Sie sich vorstellen, oder? Im Park. Im Park. Sind Sie Rentner? Ja. Ich hab da was. Super, oder? Was kommt als nächstes? Wissen Sie warum? Weil diese Welpen, die sind ja noch so jung und die Rentner sind ja schon so alt. Ja? Es kann also sein, dass der Rentner dann vor dem Welpen verstirbt und dann hat man den Salat. Was macht man mit dem Hund? Ja? Da werden die Tierheime immer voller. Das ist der Gedanke dahinter. Ja, da fragen wir uns, was kommt als nächstes? Keine Bücher mehr über 100 Seiten für Rentner? Ja, ja, man weiß ja nicht, wie viel Zeit bleibt. Keine Langspielplatten mehr? Ja. Keine Haarmilch? Ja, man weiß es ja nicht. Nachher verstirbt der Rentner und dann steht die Milch da. Ja. So. Das heißt, jetzt irgendwie, jetzt gibt es ja demnächst, für manche Enkel gibt es ja überhaupt keinen Grund mehr, die Oma zu besuchen, oder? Wenn da keine Welpen sind. Ja, ja, viele Rentner sind so verzweifelt, glaube ich. Nur um an Hunde ranzukommen, verkleiden sie sich mittlerweile als chinesische Köche. Ja? Sag hier, vielleicht können wir da noch einen bekommen. Was machen die alten Leute denn jetzt? Was sollen die denn machen? Was bleibt den alten Leuten denn noch, wenn sie keine Welpen mehr haben? Okay, das ZDF, ja, aber was soll man denn machen? Ist ja schlimm. Ich hätte einen Vorschlag. Ich möchte einen Kompromissvorschlag machen. Und zwar, man könnte ja die Tierheime und die Altenheime zusammenlegen. Ja? Vielleicht eine Möglichkeit, meine Damen und Herren. Ja? Denken Sie mal drüber nach, ob das eine Idee ist. Das geht doch. So, noch was Erschreckendes, meine Damen und Herren. Gott sei Dank nicht in unserem Lande vorgefallen, sondern in unserem Nachbarland Holland. Das hier. In Holland ist das erste Männerhaus eröffnet worden. Ja. Für Männer, die von ihren Frauen geschlagen werden. Ja. Ist wirklich so. Kein Scherz. In Rotterdam ist das erste Männerhaus eröffnet worden. Ja, was machen Sie denn, wenn Sie jeden Tag einen Holzschuh in die Fresse bekommen? Ja. Ja, müssen Sie ja irgendwo hin, müssen Sie ja dann. Ja. Bisher war das ja so, wenn holländische Männer frustriert waren, sind sie nach Deutschland gekommen und sind Fernsehmoderator geworden. Ja. Aber ja. Ein Männerhaus in Holland. Ja. Oder wie wir sagen, Coffeeshop. Ja. Und wir haben mal ein paar Bilder zusammengestellt, wie grausam holländische Frauen wirklich sind. Ja? Wie grausam sind holländische Frauen zu ihren Männern, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Hier ein Tatsachenbericht. Männerhaus als Zufluchtsstätte. Hollands schlagende Frauen. Schlimm, schrecklich. Sind Holländerinnen wirklich so brutal und fies? TV Total sagt ja. Haben Sie sich nie gefragt, was aus der süßen Frau Antje geworden ist? Ein muskelbepacktes Biest. Oder wie die Löcher in den Käse kommen. So. Okay, auf den ersten Blick sind holländische Frauen nicht anders als deutsche.
Ja. Aber seriöse wissenschaftliche Studien belegen, holländische Mäschen sind die schlimmsten Hooligans Europas. Und noch viel schlimmer, sie tragen die Unterhosen ihrer zu Tode gequälten Männer auf den Köpfen. Ja, Käseesserinnen sind gemeingefährlich. 1923 marschierte sogar eine wild gewordene Holländerin in Köln ein. Aber warum sind Niederländerinnen so gewalttätig? Der Grund ist so klar wie Käsesuppe. Aufgrund eines gentechnischen Defekts reagieren die Frau Antjes extrem aggressiv auf Männer. Achtung, Männer! Tja, und während Babys hierzulande die Brust kriegen, bekommen holländische Säuglinge nur eines, einen guten Rat. Wenn er nicht vernünftig bringt, mache ich den Mann aus Hackfleisch. Und so werden sie zu Kampfmaschinen erzogen. Kaum erblickt eine Holländerin einen Mann, geht alles sehr schnell. Der Mann wird überwältigt und als Eigentum markiert. Einmal in den Fängen der Frauen gibt es kaum ein Entrinnen für die Männer. Und nur ganz wenigen gelingt die Flucht nach Deutschland. Und wer es schafft, ist überglücklich. Gut, in Holland stehen die Frauen eben auf Männer. Aber angesichts solch schrecklicher Bilder greifen viele holländische Männer zum allerletzten Mittel. Ich liebe dich über alles. Willst du mich heiraten? Ja. Ja, sie werden schwul. Unfassbar. Ja, deutscher Mann. Da bist du froh, in Deutschland zu leben, was? Ja, kann man sagen. Kein Wunder, oder? Dass sie in Holland das Männerhaus dringend brauchen. Wir haben noch ein tolles Jubiläum. Diese Woche ein tolles Jubiläum, was wir feiern möchten, und zwar 96 Jahre Pfadfinder. Ja? Seit 96 Jahren gibt es die Pfadfinder-Organisation, und leider kann Michael Jackson dieses Jahr nicht persönlich gratulieren. Ja? Und Sie wissen, Pfadfindergruppen sind sehr wichtig. Ja? Junge Menschen können nicht früh genug erfahren, dass alleine Saufen keinen Spaß macht. Ja? Sie wissen, in Pfadfindergruppen gibt es ja so verschiedene Ränge. Das fängt an mit Wölfling, dann gibt es, glaube ich, als nächstes kommt Ranger, ist das richtig? Wölfling, Ranger und dann Suffkopf. Und dann Gruppenleiter. So, und das ist sehr wichtig, glaube ich, die Pfadfinderorganisation für die jungen Menschen, weil ohne die Pfadfinderorganisation müssten die meisten jungen Menschen ihre ersten sexuellen Erfahrungen als Messdiener machen. Und Sie wissen, das Motto der Pfadfinder lautet: Jeden Tag eine gute Tat. Ja? Und wir haben vor der Sendung hier mal nachgefragt unter unseren Zuschauern, wer heute schon eine gute Tat vollbracht hat. Und einige haben sich gemeldet. Zum Beispiel dieser Herr hier. Schauen Sie mal. Da, sehen Sie? Der hat gesagt, ja, ich habe heute im Sitzen gepinkelt. Das Badewasser war gerade so schön warm. Ja? Nehmen Sie sich ein Vorbild. Ja, immer eine gute Tat. Oder hier, dieser junge Herr zum Beispiel. Ja, da. Dieser junge Mann hat heute auch eine gute Tat vollbracht. Er hat gesagt, ich habe mal wieder angezogen, was Mutti mir rausgelegt hat. Und wir haben jeden Tag eine gute Tat. Bitte. Nehmen Sie sich das auch vor. Oder dieser junge Mann hier, schauen Sie mal. Er sagt, ja, ich habe einer Frau 50 Euro gegeben, ja, obwohl nur 40 abgemacht waren. Ja. Jeden Tag eine gute Tat. Liebe Pfadfinder, auf die nächsten 96 Jahre. So, und dann habe ich ZDF heute Journal gesehen, meine Damen und Herren, und da möchte ich Ihnen gerne was zeigen. Und zwar, Sie kennen, einer meiner Lieblingsmoderatoren des heute Journals sind natürlich KK und GG. Ja. Ah, nee, Sisi. Wird der mit C geschrieben? CK. Oh, CK und GG. Ja? Klaus Kleber und Gundula Gause. Ja? Und die werden immer cooler. Die beiden sind unfassbar cool. Und das ZDF möchte ja auch etwas jünger werden. Ja? Damit sie nicht nur noch hier Welpen verkaufen können nachher. Ja? ZDF möchte etwas jünger werden und die sind sehr cool. Klaus Kleber und Gundula Gause. Da läuft der Vorspann vom Heute-Journal. Und man sieht, und das war, glaube ich, nicht beabsichtigt, die beiden noch, wie sie sich extrem cool für die Sendung abklatschen. Schauen Sie hier.
Und jetzt das Heute-Journal mit Klaus Kleber und Gundula Gause. Super, oder? Ja! Und gleich, Moment. Ja, bei den Kurznachrichten wahrscheinlich dann die Überleitung, oder? Klaus Kleber sagt, und jetzt kommt, meine Damen und Herren, jetzt kommen die Kurznachrichten. Was geht ab, Gundi? Ja? Ganz entspannt beim ZDF. Im Heute-Journal. Und jetzt möchte ich noch was zeigen, auch vom ZDF, und zwar in der Sendung Hallo Deutschland. Da gab es eine Schalte zu Nina Ruge und die hat ihre Sendung Leute heute angepriesen. Und plötzlich verändert sich die Stimme von Nina Ruge sehr merkwürdig. Schauen Sie hier. Mit Schuhen ins Wasser und dann auch noch schnell schwimmen. Nina, wär dat nicht toll? Nee, nicht beides auf einmal. Da hast du was durcheinander gebracht. Nein, also erst schwimmen und dann die Schuhe verkaufen. So sieht es zumindest Franziska van Almsick. Und dann haben wir zum Beispiel... Ja, was ist denn da los? Ja, Moment, Nina Ruge spricht wie ein Alien, ja? Ich war verwundert, weil bisher sah sie ja nur so aus, ja? Und ja. Aber Nina Ruge war trotzdem gut gelaunt. Ja? Wahrscheinlich hatte ihr noch keiner gesagt, dass sie ab jetzt keine Welpen mehr kaufen darf. Ja? So, dann habe ich was gesehen in der NDR Aktuelle Schaubude. Ja? Aktuelle Schaubude heißt die Sendung. Und da waren alle Missen Norddeutschlands versammelt. Also Miss Schleswig-Holstein und die Miss Mecklenburg-Vorpommern und wie sie alle heißen. So. Und Miss Mecklenburg-Vorpommern erzählt, was sie gerne in ihrer Zukunft machen möchte und hat da auch schon sehr konkrete Vorstellungen. Madeleine aus Mecklenburg-Vorpommern. Ja, genau. Meine Namensvetterin. Schöner Name. Das ist wahr, ja. Sag mal, hast du dich schon mal damit befasst, wenn es dann irgendwann klappen könnte? Heißt das dann, würde das für dich auch heißen, du lässt alles stehen und liegen? Völlig egal, Ausbildung, Beruf? Also beruflich bin ich jetzt sowieso auf berufliche Veränderungen. Ich suche noch eine neue berufliche Veränderung und für mich wäre das auf keinen Fall eine Frage. Also ich würde es jederzeit tun. So, also im Prinzip, sie macht jeden Job. Miss Mecklenburg-Vorpommern. Und vielleicht kann sie ja Nachfolgerin von Florian Gerster werden. Ja? Das wäre doch mal eine berufliche Veränderung, oder? Jedenfalls hat sie relativ konkrete Vorstellungen, was sie machen möchte. Und jetzt kommt Miss Niedersachsen. Ja? Miss Niedersachsen hat auch schon eine Antwort auf die Frage parat, die ihr eigentlich von der Moderatorin gestellt werden sollte. Jetzt hat aber die Moderatorin eine völlig andere Frage gestellt. Nämlich die Moderatorin hat gefragt, sie sehen ja Sarah Connor ähnlich. Ja? Und die Miss Niedersachsen war aber der Annahme, sie kriegt jetzt eine andere Frage gestellt, hat auf diese Frage dann die Antwort von der anderen Frage gegeben. Ja? Schauen Sie. Sarah, passiert dir nicht so selten, dass man dich so anspricht, ne? Sarah, ja, gibt's oft, ja. Julia. Stimmt, ja. Hm? Aber ich tanze lieber, ich singe nicht, ich tanze lieber. Also 1999 bin ich Deutsche Meister geworden, Disco Dancefloor mit meiner Gruppe. Und also ich singe nicht, ich tanze lieber. Gut, also dann kannst du vielleicht durch den Hüftpunkt. Ja, also du siehst ja aus wie Sarah Connor. Ich singe nicht, ich tanze lieber. Ja. Wo geht's denn hier zum Bahnhof? Ich singe nicht, ich tanze lieber. Ja. Super, ich singe nicht, ich tanze lieber. Ja. Das hat hier Superstar Alex auch gesagt vor seinem Auftritt bei der Superstar Weltweit Show. Ja. Ich singe nicht, ich tanze lieber. Ja, vielleicht kann sie ja mit Miss Mecklenburg-Vorpommern eine Tanzschule aufmachen, oder? Das wäre doch mal eine Alternative. So, und jetzt war es, meine Damen und Herren, hier von ProSieben. Und zwar in der Sendung Do It Yourself. Kennen Sie, da werden Wohnungen renoviert, da kommt der nette junge Mann oder die nette junge Frau, Sonja Kraus, kommen zu Ihnen nach Hause in die Wohnung und sagen, hier, was wollen wir anders machen? Wir streichen Ihnen die Wände neu, wir bauen Ihnen neue Regale, wir machen das Zimmer total dufte. Und dann war Matthias Matuschik, heißt der, ne? War zu Gast in einem Haus bei dem Sohn im Zimmer. Ja? Und der wollte ein neues Zimmer haben und dann hat er sich unterhalten, wie das so alles funktioniert. Und dann hat Matthias Matuschik gefragt, ob seine Eltern da sind. Ja? Jetzt wissen Sie, in so einer Sendung, im Fernsehen ist ja nicht alles immer real. Ja? Da wird auch mal das eine oder andere gestellt. Das kann man gut machen, das kann man aber auch schlecht machen. Ja? Und dann sollte der Sohn mal seine Eltern rufen. Und dann geht der Sohn an die Tür und sagt, hallo, Mama, Papa, seid ihr da? Und die waren wahrscheinlich gerade am ganz anderen Ende des Hauses, die Eltern, ja? In einem völlig anderen Flügel. Deswegen dauert es auch so lange, bis sie da sind. Schauen Sie mal. Da
Das ist jetzt Arbeitszimmer im Moment. Das ist jetzt Arbeitszimmer und soll aber? Hätte ich gern als Schlafzimmer. Ah, hier möchtest du pennen? Genau. Mhm. Man soll es ein bisschen kuschelig machen, das Ganze. Genau. Ja gut. Sag mal, und deine Eltern, sind die da? Ja. Moment, ich ruf's. Mach mal. Mama, Papa. Ja. Super, oder? Mama, Papa, ja. Eltern waren... Die Eltern waren in einem, habe ich ja vorher schon gesagt, waren in einem komplett anderen Flügel des Hauses. Ja? Das Haus ist allerdings sehr klein. Ja? So. Er hätte wahrscheinlich das Ganze noch so untermalen können mit so einer David Copperfield-Geste. Ne? So, Mama, Papa. Mama, Papa. So, und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zu etwas, ja, was sehr nah schon an die spektakulären Shows von Dr. Verena Breitenbach herankommt. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an diese, ja, fantastoide Sendung erinnern, die hier bei ProSieben eine Weile gelaufen ist. Sie wissen, bei diesen Gerichtsshows ist es ja auch mittlerweile so, das sind alles gestellte Fälle. Das wird sich ausgedacht, da ist nichts mehr real. Da ist also, das sind Schauspieler, die spielen die Fälle sehr realitätsgetreu nach, muss man manchmal wirklich sagen. Und beim RTL-Jugendgericht war ich auch nicht sicher, ist das jetzt gespielt oder ist es wirklich so passiert. Da war eine Frau als Zeugin geladen, die eine Lichtallergie hatte. Ja, da kann man Licht nicht ertragen, deswegen musste sie Schutzkleidung tragen. Und jetzt schauen Sie sich bitte diese Schutzkleidung an. Sensationell. Nicht, dass jemand hier erstaunt ist oder so. Es ist schon ungewöhnlich. Aber wir müssen und wollen natürlich auch Rücksicht nehmen auf die Zeugen. Genau so ist es gewesen. Super, oder? Ich dachte erst, hey, Michael Jackson, ja? Winke, winke. Hätte man auch erwarten können, oder? Ja. Hat nur noch gefehlt, dass die Richterin sagt, und als nächstes rufen wir E.T. in den Zeugenstand. Tolle, realistische Geschichten beim RTL-Jugendgericht, meine Damen und Herren. Und Sie wissen, wir haben hier eine Ticket-Hotline. Ja? Wenn Sie zu uns in die Show kommen möchten, dann können Sie bei unserer Ticket-Hotline anrufen. Ist das die Nummer hier von unserer? Ah, das ist die Nummer von unserer Ticket-Hotline, die Sie jetzt sehen. Genau, wenn Sie Tickets für unsere Show haben möchten. Und im Normalfall ist es immer so, dass wir Ihnen dann eine E-Mail schicken, wann es wieder Tickets für die Show gibt. Und dann können Sie uns zurückrufen in einem bestimmten Zeitraum. Ja? Und viele Menschen haben von uns eine E-Mail bekommen, haben also alle bei uns angerufen. Und da habe dann ich mich ans Telefon gesetzt. Ja? Und viele waren sehr erstaunt. Manchmal habe ich die Stimme verstellt und manchmal habe ich mich auch als Stefan Raab gemeldet. Und ich möchte Ihnen mal einen kleinen Ausschnitt zeigen. Später in der Sendung dann mehr davon, aber hier mal ein kleiner Appetithappen für Sie. TV Total, Stefan Raab, guten Tag. Hallo? Hallo? Oh, das geht aber echt zacki zacki. TV Total, Stefan Raab, guten Tag. Herr Rothe, schönen guten Tag. Ich wollte Karten bestellen. Herr, was? Ich wollte Karten bestellen. Ja, Herr wie? Rothe. Rothe. Ihre Telefonnummer? 820. 829. 820. 829. 820. Bitte? 0. 0? 820. Ja? Genau, 9313. 0313. 9313. 0? Nein, nochmal ganz von vorne. Ja. 820. 839. Nein, 820. 820. Ah, jetzt. Genau. Alles klar, Entschuldigung. 93. 92. 93. 93. Ja, 9393. Nee, 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 nee. Nein, nein. Wir fangen nochmal von vorne. Nochmal von vorne. Ganz, ganz langsam. 8. 8. 2. 2. 0. 9. 0. 0. Nein, 0. 0. Ja. 9. 9. 3. 3. 1. 1. 3. 3. Ich lese nochmal vor. Ich lese nochmal vor, ja? Ja. So, 839-0212. Ach bitte, ich probiere schon so lange. Nee, alles klar, ich hab's mir aufgeschrieben. Gleich mehr davon, meine Damen und Herren. Später in der Sendung haben wir mehr davon für Sie.
Und jetzt kommen wir zu einer jungen Frau. Ich möchte sagen, sie ist ein... Dieses Schlappermaul. Ja. Und, sie ist die neue Moderatorin von Bravo TV. Sie ist Schweizerin, ja? Und war schon mal bei uns zu Gast vor einer Weile. Da war sie noch Moderatorin von... GZSZ. Moderatorin von GZSZ, meine Damen und Herren. Ja? So, und deswegen sage ich jetzt... Hallo! Mia Eggerter! Meine Damen und Herren. Du bist so weit weg? War das schon immer so? Bitte? Du bist so weit weg, habe ich das... Ich bin so weit weg? Ja. Nein, das war nicht immer so. Schon besser. Ich habe nämlich ein paar Geschenke für dich. Oh! Ja, eine Schweizer Dialekt-CD. Wie, du singst ja auch, das hast du beim letzten Mal ja schon erzählt. Genau, damals waren wir gerade am Drehen. Das ist ein Titelsong, den ich... Ist schon älter, oder? Genau, ist super gelaufen. Also der Kinofilm war sehr erfolgreich in der Schweiz. Ja. Was heißt das in der Schweiz? 300, 400 Zuschauer? Nein, ist der bestverkaufteste Schweizer Film aller Zeiten. Ja. Echt? Wie viele Zuschauer gehen dann da rein in der Schweiz? Oh scheiße, wie viel waren denn das? 6,9 Millionen verkauft keiner. 300.000? Nee. Was? Ich weiß es nicht. Oje, oje. Ja. Aber es ist auf alle Fälle der beste Film aller Zeiten. Gut. Ja, nee, wirklich. Und, ja, neben Heidi. genau. Neben den 5 Stück war das. Ja. Das ist der Titelsong für den Kinofilm. Auf Schweizerdeutsch? Ja, und ist auch noch in den Charts und war auf 5. Und auch in der Schweiz, super erfolgreich, ja. Ja, das ist ja... Bin sehr stolz drauf. Wie singt man denn auf Schweizerdeutsch? Ja, hörst du mal an. Ja, wie denn? Sing mal. Soll ich? Sag mal den Text auf. Okay. Nur aufsagen, brauchst du nicht singen. Es ist hier, es ist jetzt, es ist Zeit zum Relaxen, zum Schauen, Staunen. Es geht Chris gestern und Chris morgen. Es ist hier, es ist jetzt, hab einfach gefunden, was ich gesucht hab. Ja. So pur und so simpel, und so viel mehr drin. Wow! Hast du was verstanden? Relaxen habe ich verstanden. Nur ge? Gut. Habe ich auch verstanden. Ja? Hab ich teilweise verstanden. Also, Relaxe habe ich verstanden, das heißt wahrscheinlich relaxen. Ja, super. Und Lurge ist gucken. Lurge, ja, super. Ne? Ja, ist immer sehr witzig, wenn wir in Deutschland Gigs haben, dann frage ich immer die Leute, was sie hören wollen, weil ich habe ihn zuerst auf Englisch geschrieben gehabt. Ach so. Und habe ihn dann umgeschrieben auf Schweizdialekt für einen Film. Ja. Und die Leute wollen immer alle Schweizerdialekt, aber verstehen kein Wort. Ja, also wenn es gesungen ist, finde ich es schwieriger, als wenn es gesprochen wird, kann ich es besser verstehen. Wenn es gesungen ist, klingt es so ein bisschen irgendwie nach Lettland, Estland, Litauen, ja? So die Abteilung. Also bitte. Ja, aber gut. Du, guck mal, und dann habe ich dir noch ein Buch. Oh, toll. Da kannst du auch gleich üben. Das hast du aber nicht selber geschrieben, oder? Doch, weil ich bin ja sehr vielseitig. Nein, natürlich nicht. Das ist Schweizerdeutsch für alle. Ja. Ach so, ich kann das Schweizer für Deutsche, ja? Ja. So. Ich habe hier so ein paar die witzigsten Dinger, die ich so hinter der Bühne noch kurz... So, da bin ich aber hier. Eins möchte ich mal vorlesen, meine Damen und Herren. Hätten Sie das gedacht? Polizeiauto heißt auf Schweizerdeutsch Streifenwagen. Oder was soll das? Ja, also du musst ja natürlich auch die raussuchen, die ich... Pass auf. Ach so. Es gibt ja viele Wörter, die genauso sind wie im Deutschen, also, oder? Also ich frag dich jetzt mal. Ja. Was heißt Biesler? Was? Biesler. Ist das das deutsche Wort oder das Schweizer Wort? Das ist das Schweizer Wort. Biesler. Schweizer Wort. Biesler. Ein bisschen. Pinkeln. Achso. Oder, pass mal auf, Grüssi Müsi. Oh, Grüssi Müsi? Oh. Möchte ich hier das nicht heißt sagen. Ein Durcheinander. Ach, ein Durcheinander. Ja, siehst du, kannst noch einiges lernen. Ja, was heißt denn, darf ich auch mal was fragen? Ja. Was heißt denn hier? Leck mich im Arsch. Was heißt das auf Schweizerdeutsch? Dafür gibt es keine Ausdrücke im Schweizer Dialekt. Ja, ach so. Da weißt du, wir sind ja da eher so ein bisschen... Geschnetzeltes, ne? Vielleicht. Geschnetzeltes. Aber, darf ich auch mal? Ja, bitte. So. Schäse. Was ist das denn? Hä? Schäse. Schäse. Bist du Schäse? Was heißt das? Du bist eine dumme Alte. Eine dumme, ja, so ungefähr. Ja, dummes Huhn. Dummes Huhn, ja. So, wir möchten dir mal was zeigen. Und zwar... bist du verliebt, verlobt, verheiratet? Stefan, das fragt man noch nicht. Ach so. Oder?
Nee. Bist du verliebt? Nicht. Das fragt man doch nicht. Verdammt. Aber ein junger Mann, der erklären kann, wie es in der Liebe so zugeht, meine Damen und Herren, das ist der, kennst du den Jill? Gil Ofarim. Jill. Den Gil. Den Jill, wie nennt man den denn? Jill? Gil. Ach so, den Gil, meine Damen und Herren. Kennen Sie den Gil? Der hat vor einer Weile mal, irgendwie vor 20, 30 Jahren, hat er mal mehrere Hits gehabt und hat sich jetzt in einer Sendung über die Liebe ausgelassen. Und er erzählt, was Liebe wirklich ist. Sehr schön, schauen wir mal her. Ist das Äußere wichtig? Schau mal, um ganz ehrlich zu sein, natürlich ist das Äußere wichtig, weil woher sollst du wissen, was bei einem Menschen drinnen ist, beim ersten Mal sehen? Woher, natürlich sagt man, ah, ich spüre deine Aura und oh, toll und hin und her. Aber natürlich ist irgendwie das Aussehen am Anfang das, was dich irgendwo fesselt. Aber nach und nach, denke ich, zeigt sich dann, was wirklich in ihr steckt. Es ist so wie ich nehme das Beispiel immer sehr gerne, wie eine Rakete, ja? Eine Rakete ist bepackt mit, beziehungsweise so eine Luftfahrtrakete, ja. Und die ist bepackt mit Raketen und keine Ahnung, wie du das ganze Zeugs hast. Und auf dem Flug. Auf dem Flug? Wie heißen diese Luftdinger da, diese NASA? Also, wie hast du ein Space Shuttle? Space Shuttle, ein Space Shuttle, ja. Und es gibt Gas, fliegt nach oben und alle Kilometer fliegt irgendwas ab, ja. Und zum Schluss bleibt nur noch irgendwie die Kapsel? Nee, eigentlich das Shuttle. Das Shuttle bleibt dann, ja? Auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, erst nach einer Zeit merkst du so wirklich am Menschen, wo du bist. Ja, toll erklärt. Wissen das? Hättest du das gedacht? Ich hätte es nicht gewusst. Würde mich nicht wundern, wenn morgen in der Bild-Zeitung in dieser Rubrik Liebe ist steht, Liebe ist wie eine Rakete mit Rakete und NASA. Ja? Toll. Den hätte man mal zu Dings da einladen müssen, oder? Ja, genau. Ja, was hat der wohl geraucht vorher? Ja, was der wohl geraucht hat, ich weiß es nicht. So, meine Damen und Herren. Ja, Mia, wie geht's bei dir weiter? Du machst jetzt erstmal Bravo TV? Ja, ich mach Bravo TV und mach immer noch Konzerte in der Schweiz natürlich jetzt. Mehrheitlich, ja. Moderierst du auch diese großen Shows dann, diese Bravo-Super-Shows und wie ja, diese Dinge heißen? Ja, so? Die Bravo-Super-Show in Hannover. Ah, okay. Am 13. moderiere ich und da bin ich auch schon sehr aufgeregt, weil das ist ja Neufeld für mich. Oh. Du musst das ja auch kennen, du warst ja schon 100-mal nominiert, habe ich gehört. Du könntest mir eigentlich erzählen, wie das da so abgeht. Ja, ich gewinne immer den Bravo-Otto seit 3 Jahren. Ja, finde ich super. Seitdem es diese Kategorie gibt. Wo, ja. Wo hast du die alle? Bei dir im Badezimmer? Ja, sind in den Klo gefallen, manche von denen. Nein, das ist ein toller Preis, wirklich, weil die Zuschauer das entscheiden und das ist, ja, da sitzt nicht so eine super blöde Jury, meine Damen und Herren. Wie bei unserer SSDGPS-SCPS-Show. Ja? Hast du vielleicht schon gesehen, wir haben tolle Kandidaten. Natürlich. Sehr gute Sänger ja. Und Sängerinnen. Und wir wollen Ihnen die jetzt in dieser Woche noch mal alle etwas genauer vorstellen. Morgen, meine Damen und Herren, treten diese neuen Kandidaten dann gegeneinander an in unserer ersten Endrundenshow. Zwei müssen morgen dann leider schon gehen und begrüßen Sie recht herzlich. Heute bei uns zu Gast ist Vanessa. So, Vanessa, morgen wird's ernst? Ja? Ich habe das schon so ein bisschen. Du hast ja auch deine Band, die Zeugen des Sofas. Richtig. Das ist deine Coverband. Ja. Ihr macht so Coversongs, ne? Ja, genau. Und ihr kriegt ja auch gute Kritiken bei euch in der Umgegend. Habe ich letztens noch eine gelesen in so einem Hagener. Echt? Hast du gesehen? Tageblatt oder so. Westfalenpost. Höre ich gerade. Da habe ich es gelesen. So, und. Aha. So. Ja, natürlich, meine Damen und Herren. Ich lese jede Zeitung und ich gucke mir alles an, was in Deutschland geschrieben wird. Und ich kriege die auch jeden Morgen auf den Tisch. Und wissen Sie, woran das liegt? Ja, das liegt an uns, natürlich. So. Und wir schauen uns mal einen kleinen Ausschnitt von dem an, was du bisher bei uns gesungen hast, meine Damen und Herren. Vanessa.
ist eine frische Farbe, die hier auch von deinem Typ hier reinkommt. Also mir hat's gefallen. Sie hat eine kräftige Stimme und sieht ihre Haare putzig aus. Also so ein Typ, ist einfach ein Typ. Singst du, mal gucken hier. Morgen singst du von Avril Lavigne, I'm With You. Genau. Glaube ich, passt gut zu dir. Ja, meinst du? Was machst du sonst noch neben der Musik? Hast du noch Hobbys, denen du nachgehst? Oder? Ich mache eigentlich nur Musik. Ich habe noch nie was anderes gemacht. Und ich hoffe, ich muss auch nie. Du hast keine Hobbys, so Frauenhobbys, SMS oder... bezeichne mal das als Abwaschen oder was weiß ich nicht. Nee, früher habe ich noch Klavier gespielt und getanzt ganz viel. Und jetzt eigentlich nur singen. Singst den ganzen Tag? Ich singe den ganzen Tag, immer und überall. Ja, dann hast du morgen auch wieder die Möglichkeit zu. Wir drücken dir die Daumen. Genau. Alle sind sehr gut, meine Damen und Herren. Auch der nächste junge Mann, der bei unserer letzten Vorentscheidungsshow dabei war, das war Maximilian. Hier ist Maximilian, meine Damen und Herren. Maximilian, ja, bei dir brauchen wir sich auch keine Sorgen zu machen, dass auch wenn du hier nicht gewinnen solltest, die Karriere weitergeht, oder? Du bist 22. Was machst du normalerweise sonst noch nebenbei? Motocross fahren, hast du schon erzählt? Ja, und klettern gehen. Klettern? Ja, seltener jetzt zur Zeit, aber ab und zu noch. Ja, richtig, mit Ausrüstung. Mit Ausrüstung? Ja. Also nicht so hier an diesen Wänden oder so, sondern richtig im Gebirge? Nee, das nicht eben schon an den Wänden, aber... in der Natur draußen. Also in nicht, in, nicht jetzt irgendwie alpin klettern oder so. Ja. Ist das gefährlich eigentlich? Zweimal war es gefährlich bei mir jetzt. Bist du abgestürzt oder was? Ja, fast. Ha! Pass auf, Junge. Ja. Da ist ja nichts passiert. Mensch, das ist gefährlich. Mann. Hast du das gesehen hier? Guck mal. Was passieren kann. Da muss man aufpassen. Das ist gefährlich. Mann. Ja, wir schauen uns mal einen kleinen Ausschnitt von dem an, was du bei uns gesungen hast. Maximilian, meine Damen und Herren. Ain't no sunshine when you's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. Du wirst Karriere machen, 100%. I know. Ich könnte vor dir echt knien. Oh. Hat so ein Ausbruch hinten da. Ja, das ist gigantisch. Tierisch. Also es war wirklich wahnsinnig geil. Ja, morgen können Sie die beiden hier und unsere anderen Kandidaten natürlich alle wieder hören. Du hast dir für morgen ausgesucht Love is a Wonderful Thing von Michael Bolton. Yes. Ja, auch eine nicht so einfache Nummer. Was Sie genau morgen hier sehen, meine Damen und Herren, live, da weisen wir Sie jetzt noch mal drauf hin. Morgen, das große SSDS-GPS-Spezial. Diese Kandidaten haben es geschafft. Die Runde der letzten 9 steht fest. Und ab jetzt entscheiden Sie und nur Sie, wer weiterkommt. Denn morgen werden von den 9 nur noch 7 übrig bleiben. Für 2 Kandidaten heißt es... Raus, aber schnell! Das große SSDS-GPS-Spezial. Ein Lied für Istanbul. Morgen um 22.15 Uhr. Live. Morgen 22.15 Uhr. Live. Sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Die Band spielt live.
Die Künstler singen live. Die Jury natürlich, Joy Fleming, Thomas Anders und ich, wir werden natürlich auch live da sitzen und Sie können live abstimmen. Und nur Sie. Wir können nur noch einen guten Rat geben. Ab morgen entscheiden Sie, die Zuschauer, ganz alleine per Telefonvotum, wer eine Runde weiterkommt. Und diese junge Frau hat auch ganz gute Chancen, meine Damen und Herren. Begrüßen Sie recht herzlich Bonita! Bonita! Hallo. Ja, um dich machen wir auch keine Sorgen. Ja, ihr singt eigentlich alle fantastisch. Ich weiß gar nicht, was ich da morgen noch sagen soll. Man kann wahrscheinlich nur sagen, ja, war super. Ja. Mal gucken, was das Publikum sagt. Weil ich glaube, es kommt jetzt darauf an, dass man nicht nur gut singt, sondern auch noch das Publikum von sich überzeugt. Ja. Wie immer man das macht. Hast du schon eine Strategie? Es ist schwierig. Also was? Ich fände das beim Publikum doch schwieriger als bei der Jury, weil das Publikum lässt sich auch vielleicht ein bisschen ablenken. Ja, ums Wesentliche geht es ja bei den Jury. Also ich kann nur sagen, mit dem Hintern wackeln könnte dienlich sein. Ja. Ja, Jury ist nicht so leicht abzulenken. Ja, ich bin gespannt, was morgen bei rauskommt. Was Bonita, bei uns vorletzte Woche, warst du da? Ja, ne? Vorletzte Woche. Ja. Oder letzte Woche? Ja. Ja. Ja, also wie gesagt, meine Damen und Herren, was Bonita da gesungen hat, das zeige ich Ihnen hier nochmal. I said, there's a red house over yonder. Du hast einfach eine super klasse Stimme, da muss man gar nichts mehr zu sagen. And I ain't been home to see my baby. And ich fand es jedenfalls super, das ist keine Frage, dass du singen kannst. Es ist wie wirklich ein Stein vom Herzen. Bonita! Ja, du singst. Das ist wirklich ein erschreckend hohes Niveau, ja? Und es wird wirklich nicht einfach. Ich kann jetzt schon mal sagen, tut mir leid, wenn einer ausscheiden sollte von euch, aber zwei müssen leider gehen. Du singst morgen was? Searching My Soul? Searching My Soul. Es war der Titellied von Ally McBeal. Ah, okay. Wenn man sich daran erinnert. Ja, von Wanda Shepherd. Geguckt, ja. Oh, das finden die Frauen aber bestimmt gut, ja, oder? Oh, die singt was von Ally McBeal. Mal anrufen. Ja. Hallo, die finde ich gut. Danke. So, meine Damen und Herren, und ich zeige Ihnen jetzt das, was ich an der Ticket-Hotline erlebt habe. Leute haben bei uns angerufen, wollten Karten für die Show bestellen und dann habe ich mich mal dahingesetzt und habe einfach gesagt, ja, hier, ich bin Stefan Raab, was kann ich für Sie tun? Und manchmal habe ich auch meine Stimme verstellt und mich nicht als Stefan Raab zu erkennen gegeben. Und jetzt sehen Sie das, was dabei rauskommt. TV Total, Stefan Raab, guten Tag. Hallo? Hallo? Schönen guten Tag. Ja, guten Tag, Bus ist mein Name. Ich hätte gerne. Ich bin richtig bei Media Balloon TV Casting. Ja, Sie wollen Karten für TV Total, oder? Mhm. Ja, das ist hier für Stefan Raab, ne? Richtig. Ja, das bin ich selbst. So, was hätten Sie denn gerne? Wollen Sie, bitte? Sie sind es wirklich selbst? Ja, selbstverständlich. Ja, gut. So, wie war Ihr Name? Sabrina Busse. Busse? Richtig. Haben Sie es aber nicht verwandt und verschwägert mit dem... Nein, nicht mit dem Jochen. Ja. Für welches Datum? Ich hätte gerne den 31. März, wenn das ginge, also wenn da noch Karten frei sind. Ja, das kriegen wir bestimmt hin. Wie viele Personen? Zwei, bitte. Welche Reihe möchten Sie sitzen? Wo sieht man am besten? Das kommt darauf an, wie groß man ist. Wenn Sie 3,15 Meter groß sind, würde ich sagen, Sie sehen auch in der letzten Reihe noch gut. Wenn Sie aber nur 1,20 Meter groß sind, würde ich Ihnen die erste Reihe vorschlagen. Normaler Durchschnitt 1,74. Also 1,74. Mitte?
Ja, dann setzen wir sie in die Mitte. Sie können auch in die erste Reihe, was Sie möchten. Ja, dann nehmen wir von mir aus auch die erste Reihe. Nehmen wir die erste Reihe, ja. Sehr gut. So, wen wollen Sie mitbringen? Mein Freund. Aha, okay. Wie alt ist der? Der wird jetzt 31. Ach du Scheiße. Dann ist natürlich irgendwie schon die Gefahr, dass er eine Gesichtsbaracke ist, oder? Nein. Macht das was aus, wenn wir den hinter die Bühne setzen? Bitte? Dass man den nicht sieht, wir sind ja eine Fernsehsendung. Ja, eigentlich sind wir ja nur von 14 bis 29 in der Zielgruppe. Einen Mama noch. Ah ja. TV-Total Hotline, guten Tag. Ja, hallo, Busse ist mein Name. Ja, hallo, Frau Busse. Ich habe eine kleine Frage. Ja? Ich habe gerade schon mal mit jemandem kurz telefoniert. Ja? Und der hat gesagt, das wäre der Herr Raab gewesen. Bitte? Der hat gesagt, er wäre selber Herr Stefan Raab gewesen. Das hat er Sie bestimmt verarscht. Ja, jetzt stellt sich die Frage, also er hörte sich schwer danach an. Ja. Der wollte jetzt nur meine Handynummer haben für die Kartenreservierung. Aha. Also ich muss auch gestehen, ich bin ein bisschen außer Fassung geraten. Ja und? Was haben Sie getan? Bitte? Was Sie getan haben? Nein, ich wollte eigentlich nur zwei Karten haben. Ach so. So, und ich habe schon mal angerufen, ja. Vor ein paar Wochen. Und da weiß ich, dass ich meine Adresse angeben musste. Und dann kam so eine komische Reservierungsbestätigung. Und das hätte ich bezahlen müssen, dann hätte ich die Karten bekommen. Mhm. Und Ihr Kollege gerade, wer immer das jetzt auch war, hat nur meine Handynummer und sagt, er würde mich im Laufe des Tages zurückrufen. Ja. Ich bin mir aber mittlerweile nicht mehr wirklich sicher, ob ich dann auch Karten dadurch bekomme. Ach so, Sie meinen, war das denn Herr Raab selber? Das sagt er zumindest. Hat er gesagt? Ja. Das kann natürlich sein, dass der hier im Haus falsch verleitet worden ist. Das kann schon sein, dass er es gewesen ist. Kümmert er sich dann auch darum, ob ich Garten bekomme? Sie trauen ihm nicht? Bitte? Also ich kann mir schon vorstellen, das ist ein Schluderian. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Also so, wenn der sich kennt man den hier nicht persönlich. Der läuft manchmal rum, aber manchmal hat man den Eindruck, dass der sich nicht für uns interessiert. Ach so. Weil wir hier nur wir sind ja nur die Telefonleute. Mhm. Ja. Jetzt weiß ich halt nur nicht, dass ich irgendwie doppelt Karten reserviere, weil sonst würde ich jetzt gerne bei Ihnen nochmal den... Ja, dann machen wir das doch mal doppelt gemoppelt, hält besser. Ja. Und dann können Sie bei mir nochmal reservieren und dann, Busse war Ihr Name, ne? Ja, richtig. Wie Busse? Wie der Jochen Busse. Wie der Jochen Busse, ah ja, okay. Für wann hätten Sie gerne Karten? 31. ist das gut? Ja, klar. Das ist genau der gleiche Termin, den ich gerade hatte. Ach so, doch, sehen Sie, da hätten wir nämlich noch was frei. 31. Okay, ich schreibe mir mal gerade Ihre Nummer auf, ja? Können Sie mir kurz sagen? Ihre Telefonnummer? Ja, 1592. Alles klar. So eine Scheiße. So, das habe ich doch alles schon aufgenommen, Frau Busse. Warum belästigen Sie mich nochmal mit dem Scheiß? Ja? So eine Scheiße. Oh Gott. Ist das irgendwie... Nein, Sie können sich schon darauf verlassen, wenn der Stefan Raab Ihnen das zugesagt hat, dass er das auch macht. Ja. Ja. Sie vertrauen mir nicht, oder? Nein. Ja, und das habe ich gemerkt. Man muss ja auch ein bisschen Glück haben. Die gleiche Frau. 10 Minuten oder eine Viertelstunde später nochmal anruft und ich melde mich dann natürlich mit einer anderen Stimme. Das war natürlich super. So, meine Damen und Herren, ja, dann war's das schon für heute. Jetzt gleich kommt die ProSieben-Reportage, die Babymacher, Nachwuchs aus der Spritze, sehe ich das richtig? Ja, Nachwuchs aus der, falsche Geste, oder? Nachwuchs aus der Spritze. Nee, ist falsch. Nachwuchs aus der Spritze, ja, künstliche Befruchtung wahrscheinlich das Thema. Dort morgen, meine Damen und Herren, unser SSDS-GPS-Finale, unsere erste große Finale-Show mit unter anderem diesen drei Kandidaten und alles live. Und Sie können anrufen und entscheiden, wer weiterkommt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Mia Eggerter und unsere drei Kandidaten. Tschüss, bis morgen.